Ich möchte meinen Gedanken hier eine Grundannahme und einen Verdacht vorausstellen. Die Grundannahme ist diese, dass selbst jene, auch wenn sie hier nicht mehr gegenwärtig sind, die des theologischen Sprachspieles nicht mächtig sind, wenigstens eines verstanden haben: Wir wollen keinen Dualismus. Aber gewiss haben die kritischen Beobachter auch recht, wenn sie dann doch immer wieder Spuren dieses Dualismus vermuten oder auch entdecken. Und ich möchte an das einen Verdacht anschließen, der sich in mir, je länger ich in diesem Bereich arbeite, je länger ich für kirchliche Hochschulbildung arbeite, immer mehr zu erhärten scheint. Das hat zu tun mit der Grundannahme, dass es eben auch in der Kirche keinen Dualismus geben darf. Dualismus zwischen der universalen und der lokalen Kirche, Dualismus zwischen Theologen und dem Lehramt, zwischen Priestern und Laien, und wir könnten dieses Begriffsspiel auch noch weiterführen. Aber mein Verdacht ist der, dass gerade diese, ich meine es einmal, die katholische Einheit, die darin zum Ausdruck kommt, auch das ist, was in uns am meisten Leiden, ganz physische, körperliche Leiden erzeugt. Und der Verdacht ist der, dass im Letzten dieselbe Liebe, dieselbe Absicht dahinter steht, die Liebe zur Kirche, die dann, wenn die Meinungen auseinandergehen, allzu schnell dem anderen abgesprochen wird, und dass man hier Liebe an Liebe stößt, und das gibt einfach Verwundungen. Und mit diesen Verwundungen müssen wir wahrscheinlich zu leben lernen, weil sie unsere Wirklichkeit sind. Und je mehr wir meinen, diese Wirklichkeit ausschalten zu können, umso mehr fallen wir einerseits in die Ideologie oder andererseits in die Passivität. Damit soll nicht einer falschen Leidensmystik das Wort geredet werden, sondern dem Grundvertrauen, dass über all dem der gemeinsame Glauben steht, der uns Hoffnung gibt. Etwas von diesem Glauben haben wir in diesem Kongress erleben dürfen. Und auch davon, dass alle diese Dualismen vielleicht gar nicht so tief sitzen, wie es die Verwundungen, die darin geschehen, manchmal erscheinen lassen. Mich hat am Anfang des Kongresses das Wort von Frau Professor Müller getroffen, dass irgendwo das vielleicht schon eingängiger und auch nicht für Theologen verständlich ins Wort fasst, was ich eigentlich hier sagen möchte. Dass es die Berufung des Theologen ist, den Blick zum Himmel zu halten und zugleich mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben. Papst Benedikt XVI. Hat etwa denselben Gedanken ausgedrückt, wenn er in seiner nicht gehaltenen Rede zum Anfang des akademischen Jahres an der Sapienza in Rom gesagt hat, dass die Suche nach dem Ganzen des Menschseins und so das Wachhalten der Sensibilität für die Wahrheit die ureigenste Aufgabe der Theologie im Konzert der universitären Wissenschaften ist. Und so stehe ich hier dankbar und mit Freude in diesem Moment. Es ist für mich eine Freude und Ehre, dass ich wieder einmal unter Theologen sprechen darf und nicht nur unter Bildungspolitikern. Dass hier in diesem Hörsaal einige meiner Lehrer sitzen, direkte und indirekte Lehrer. Dass hier Studienkollegen sitzen. Und dass hier, man verzeihe mir den im bildungspolitischen Diskurs verpönten Begriff, dass auch hier einige von meinen Kunden sitzen. Ich spreche mit ein wenig Wehmut. Ich bin selbst als Theologe ausgebildet, habe irgendwann gemeint, dass darin meine tiefste Berufung liegen könnte, war auf dem Sprung, einen Lehrstuhl zu bekommen, auf dem ein großer Heiliger der Kirche gesessen ist, Robert Bellarmin. Und dann kam alles ganz anders. Aber das Schicksal, und ich glaube nicht an das Schicksal, sondern an den lieben Gott, er hat es wieder so gefügt, dass ich dennoch wieder inmitten von Theologen sprechen darf.
mitten unter Ihnen. Und dafür möchte ich den Organisatoren des Kongresses danken. Mit einer Nebenbemerkung gesagt, wenn wir gestern uns fast verbissen hätten an der Frage, ob nun Macht oder Dienst das Entscheidende ist. Ich denke, Präsident oder Vizepräsident der ET zu sein, daran sieht man, dass die Macht, die damit gewiss auch verbunden ist, ein Dienst und manchmal Knochenarbeit ist. Und auch dafür möchte ich an dieser Stelle auch im Namen des Heiligen Stuhls danken. Das Jahr 2003 war für die Theologie, für die kirchlichen Wissenschaften ein entscheidendes. Am 19. September ist der Heilige Stuhl offiziell dem Bologna-Prozess beigetreten. Manche haben darin eine Zahlenspielerei von 3+2 oder die Modularisierung als das Hauptkonzept gesehen. Und wir haben auch als Heiliger Stuhl viel Prügel dafür bekommen. Die Prügel haben wir von allen Seiten bekommen. Das macht uns solidarisch. Ich weiß, was mein Kardinal, also wenn ich von meinem Kardinal spreche, ist es immer Kardinal Grocholewski, der Präfekt der Bildungskongregation, was er an Prügel von verschiedener Seite bekommen hat. Aber dahinter stand eine Vision, dass wir nicht wollen, dass Theologie und kirchliche Wissenschaften in den Universitäten Europas und der Welt marginalisiert oder aus ihnen hinaus gedrängt werden. Das war das Ziel des Beitritts im Bologna-Prozess. Und viele, selbst Ländervertreter, haben eigentlich im ersten Moment gar nicht wahrgenommen, dass die Annahme des Heiligen Stuhls unter die Länder des Bologna-Prozesses nichts anderes heißt als die Anerkennung kirchlicher Studien und damit der Theologie als eine seriöse Wissenschaft im Universitätsbereich. Und das hat inzwischen selbst in Ländern wie Frankreich dazu geführt, dass man die Präsenz von Theologie an der Universität nicht mehr als nicht vorhanden erachten kann. Und unsere Arbeit, nicht nur in Europa, sondern auf internationalem Niveau, zielt auf dieses Ziel hin. Solide Arbeit, wie sie ein Präsident, ein Vizepräsident der ET leisten muss, dasselbe versuchen auch wir in internationalen Organisationen zu machen. Und da wurde viel seitens des Heiligen Stuhls investiert. So viel, dass ich selbst als Theologe nun Theologie von einer Außenperspektive zu sehen beginne und selber darum kämpfen muss, dass nicht nur meine Füße auf dem Boden bleiben, sondern der Blick dennoch weiter zum Himmel gerichtet ist. Johannes Paul II. In seinen letzten Zügen, möchte ich fast sagen, hat diese Initiativen unterstützt, die dann von Benedikt XVI. Kraftvoll aufgegriffen wurden. Und das zeigt sich, dass wir nach 30 Jahren, in denen wir nicht eine zusätzliche Planstelle für Hochschulfragen bekommen hatten, auf einmal 4 zusätzliche Stellen bekommen haben für unsere Präsenz im internationalen Hochschulbereich. 2005 haben wir dann begonnen, uns intensiver und aktiver an den Aktivitäten des Europarates, UNESCO, der großen kontinentalen Anerkennungskonventionen einzusetzen. Am 19. September, wieder am 19. September 2007, ist unsere Agentur wieder durch eine Entscheidung unseres Papstes gegründet worden und eben 2008 dann der Startschuss gegeben worden, eine eigene Abteilung für alle diese Fragen aufzubauen. Und das Engagement in diesen Bereichen, in diesen internationalen Organisationen, ist durchaus nicht ohne Früchte geblieben. Zum einen sind mehr und mehr Länder, die von sich aus nun auf uns zukommen und fragen, die Stellung der Theologie in ihren Ländern auch durch Verträge zu regeln. Derzeit sind wir mit 5 Ländern auf der ganzen Welt in Verhandlung, um solche Verträge auf die Beine zu bekommen. Inzwischen hatten wir Führungspositionen sowohl im Bologna-Prozess als auch im Europarat und jetzt eben auch in der Lissabon-Konvention im Enigmatic-Network, die im Konkreten ziemlich viel Einfluss bringen, inne. Warum leisten wir uns das alles? Was steht
dahinter? Ist es der Versuch, kirchliche Macht nun auf der Hintertür, nachdem man sie im Inneren verloren hat, auf anderem Wege neu zurückzubekommen? Ich denke im Letzten und wenigstens für den Papst und ich hoffe auch zu einem größeren Teil für mich selbst, darf ich sagen, dass im Letzten für uns der Grundauftrag der Kirche dahinter steht, geht in alle Welt und verkündet das Evangelium, verkündet Christus und zwar als den Gekreuzigten. Und darin schließt sich das an, was unsere Aufgabe ist, die Mission der theologischen Fakultäten, eben das in einer argumentativen Weise zu tun. Wir bemerken aus den Trends der Entwicklungen, ob das in der Gesellschaft, an der Universität ist, ob das in der Kirche ist, dass der Mensch heute nicht einfach durch Weisungen überzeugt werden kann, dass es Argumente braucht, dass es ein Zuhören und Eingehen auf die Fragen braucht und diese Denkanstrengung, die nicht immer leicht ist, aber die notwendig ist, die aber im Letzten unserem Glaubensverständnis von Anfang an innewohnt. Indikatoren für uns sind besonders Gesellschaften, die durch ein hohes Maß an Liberalität gekennzeichnet sind, wie etwa in den Niederlanden, in den nordischen Ländern. Und eigenartigerweise ist gerade dort Theologie in diesen Tagen wieder auf neues Interesse gestoßen. Etwa in einer liberalen, aber doch verwundbaren Gesellschaft wie den Niederlanden, was die demokratischen Entwicklungen, ich nenne hier nur den Namen Wilders, betrifft und was Theologen auf den Plan gerufen hat, theologisch zu argumentieren, was durchaus Anklang gefunden hat. Oder in den nordischen Ländern, in denen in einem zurückgehenden Staatskirchensystem auf einmal der katholische Glaube, der eine verschwindende Minderheit ist, gerade unter Intellektuellen neues Interesse weckt, weil man dort vermutet, eine Synthese zwischen Glaube und Vernunft zu finden. Noch mehr als liberale Gesellschaften sind die Universitäten gleichsam Propheten für zukünftige gesellschaftliche Entwicklungen. Zwei Bewegungen des 20. Jahrhunderts, die das 20. Jahrhundert grundsätzlich bestimmt und geprägt haben, haben ihren Ausgang an Universitäten gefunden. Die Bewegung, wenn wir es auf ein Jahr fokussieren wollen, von 1933, wir müssen mit Scham und Trauer sagen, dass der Nationalsozialismus nicht von Barbaren aus den Wäldern gekommen ist, sondern von Universitätsgelehrten, und die Bewegung von 1968. Auf Parallelen zwischen beiden Bewegungen hat Götz Ali in seinem Buch Unser Kampf 1968 meines Erachtens glaubwürdig hingewiesen. Theologie ist also gefragt inmitten dieser Entwicklungen. Man kann nicht den Weltjugendtag als einen großen Event interpretieren. Bei genauem Hinsehen hat mich eines fasziniert. Neben allem, das zum Ausleben katholischer Leibfreundlichkeit gehört und zur Eventkultur zu zählen ist, waren da Momente der Stille, in denen dann ein alter Mann zu 1,5 Millionen Jugendlichen gesprochen hat und was er gesagt hat, waren nicht billige Slogans. Es war höchste Theologie. Und junge Menschen waren dafür zu gewinnen. Theologie ist also meines Erachtens nicht in Gefahr, arbeitslos zu werden. Und ein Markt für die Publikationen von morgen ist durchaus offen. Professor Gugutzer hat hier das Wort geprägt, der Suche nach Sinn und Orientierung. Zugespitzt können wir sagen, dass sowohl Kirche, Gesellschaft und Universität in ihrer Weise vor diesem Problem stehen, der Suche nach Sinn und Orientierung, die offenbar tief im Menschen liegt, jene Sehnsucht danach. Und auf der anderen Seite steht die Angst, dass alles um uns gedankenlos, sinnlos und im Letzten hoffnungslos wird.
Paul VI. Hat das Wort geprägt, dass die Welt krank sei, weil es an Gedanken fehle. Und ich denke, das ist nicht nur eine Analyse einer Situation, sondern auch ein Anspruch an uns als Theologen. Demgegenüber steht unsere Berufung als Theologen. Unsere Berufung, die man vielleicht am schönsten mit den Worten des ersten Petrusbriefes zusammenfassen kann. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen. In dem, was hier mit Rede und Antwort übersetzt ist, stehen die Worte Logos und Apologia. Es hat also mit Sinn zu tun, als eine Antwort auf eine um sich greifende Sinnlosigkeit und Gedankenlosigkeit. Apologia ist nicht als reine Apologetik zu verstehen, sondern hierin steht im Wort Antwort auch das, was wir im Dialog als das Grundlegende voraussetzen. Dass Fragen so gestellt werden und Behauptungen so aufgestellt werden, dass also noch eine Antwort möglich und gewünscht ist. Und nicht schon implizit in dem, was ich sage, mitgegeben ist. Und das Ganze in Demut. In Demut, die im Letzten der die Wahrheit sucht, als notwendige Voraussetzung braucht. Wie sagte Benedikt XVI. Vor kurzem in Madrid in einer Ansprache an Universitätsprofessoren: Man muss beachten, dass die Wahrheit selbst immer über unserer Reichweite steht. Wir können sie suchen, um an sie heranzukommen, wir können sie jedoch nicht ganz besitzen. Vielmehr ist sie es, die uns besitzt und uns motiviert. In der intellektuellen und Lehrtätigkeit ist daher die Demut eine unerlässliche Tugend, die vor der Eitelkeit schützt, welche den Zugang zur Wahrheit versperrt. Wir dürfen die Studenten nicht für uns selbst einnehmen, sondern müssen sie auf den Weg zu dieser Wahrheit bringen, die wir alle suchen. Dabei wird ihnen der Herr helfen, der ihnen aufträgt, schlicht und wirksam zu sein, wie das Salz oder wie die Lampe, die Licht gibt, ohne Lärm zu machen. Jesus Christus, Jesus von Nazareth, hat uns gezeigt, wie er diese Hoffnung, diese Botschaft der Hoffnung, einer begründeten Hoffnung, die Botschaft, um mit Gugutzer zu sprechen, einer großen Transzendenz zu verkündigen. Er tat es in der Auseinandersetzung seiner Zeit, die wohl nicht einfacher war als die Auseinandersetzung unserer Zeit. Und die Gruppen, mit denen er zu kämpfen hatte, gibt es vielleicht in Analogie auch heute da und dort zu finden, in der Kirche, in der Theologie, in der Gesellschaft, an der Universität. Da sind die Pharisäer und Schriftgelehrten, die selbst ohne Hoffnung sind und auch noch anderen den Weg zur Hoffnung versperren, die meinen, sie können ihr eigenes Leben in Eigenregie leben bis zum Letzten, wo eben ein Stolz zu finden ist, der sie verschließt für die Wahrheit und die so ihrer eigentlichen Berufung untreu geworden sind. Da haben wir die Tempelaristokratie auf der anderen Seite, Priester in Machtpositionen, die meinen, die Wahrheit für sich zu haben und die übersehen, dass Wahrheit Freiheit braucht, Demut angesichts dieser Wahrheit. Dass Wahrheit nicht durch Macht, durch Mehrheiten verordnet werden kann, sondern immer wieder neu zu erringen ist, schmerzhaft zu erringen ist, weil viele Meinungen gegeneinander stehen und es nicht einfach ist, vor der Wahrheit auch einmal demütig in die Knie zu gehen und einen eigenen Irrtum einzugestehen.
Und da haben wir die Zeloten und Revolutionäre, die in der Tendenz gefangen sind, vor der Wirklichkeit zu fliehen oder diese Wirklichkeit umbiegen zu können. Papst Benedikt sagt in seiner Enzyklika Deus Caritas einen Satz, der die Warnung vor dieser Haltung ist. Die Warnung, sich in die Ideologie treiben zu lassen, die vorgibt, nun das zu tun, was Gottes Herrschaft allen Anschein nach nicht ausrichtet, die universale Lösung aller Probleme. Aber andererseits auch die Warnung, angesichts dieser Probleme in Passivität zu verfallen. Der Wiener Staatstheoretiker und Philosoph Erik Vögelin, der hier studiert und gelehrt hat, ehe er 1938 in die Emigration gedrängt wurde, hat das an verschiedener Stelle deutlich gemacht, wie hinter vielen politischen Bewegungen und Ideen im Letzten eines steht, die Unfähigkeit, mit der Wirklichkeit zu leben, wie sie ist. Oder das, was mit theologischen Worten unser Freund Thomas Halik in seiner Meditation gesagt hat, dass es um die Fähigkeit eschatologischen Differenzierens geht zwischen Himmel und Erde, zwischen Faktizität und Hoffnung, damit der Glaube nicht eine militante Religion ohne die Geduld, die Liebe und die Toleranz werde. Denn nicht nur politische Bewegungen können zu Ideologien werden, sondern auch ein Glaube, der meint, alles selbst in der Hand zu haben und dem im Letzten alles vorhanden ist, nur kein Platz mehr für das Wirken Gottes selbst. In dieser Situation nun dürfen wir unsere Sendung als Theologen verorten, in Gesellschaft, an der Universität und in der Kirche. Und ich würde behaupten, unsere Aufgabe ist es, dass diese Gesellschaft, diese Kirche und diese Universität nicht sinnlos, gedankenlos und damit am Ende hoffnungslos werden. Aber hoffnungslos werden sie dann nicht, wenn wir selbst noch fähig sind, dort Hoffnung zu geben, Hoffnung auszustrahlen. Aber Hoffnung werden wir dann ausstrahlen, wenn wir Hoffnung selber haben. Wenn wir Hoffnung nicht meinen, selbst hervorbringen zu können, sondern immer wieder neu, und danke, dass dieser Gedanke gerade im Vorvortrag gekommen ist, als Geschenk empfangen. Die Gesellschaft sucht nach Sinn und Fundament. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass gerade die mehr entwickelten liberalen, demokratischen Gesellschaften eine besondere Fragilität in unseren Tagen erfahren. Das ganze demografische Problem, das inzwischen auch in der Hochschulpolitik das bedrängendste geworden ist, ist für mich nicht eine Frage der Einwanderungspolitik, sondern eine Frage der Hoffnungslosigkeit. Keine Kinder ist immer auch ein Zeichen von mangelnder Hoffnung. Die Universität ist dabei, auf internationalem Niveau ihre universale Dimension neu zu entdecken. Aber die universale Dimension wird man nicht dort entdecken, wo man meint, sekundär durch Konferenzen und Abkommen zwischen Nationalstaaten und ihren Bildungssystemen eine Einheit herstellen zu können. Die Einheit muss von innen, von der Universität selber kommen, weil Universität eben nicht nur keinen Dualismus, sondern auch nicht eine Aufspaltung in nationale Bildungssysteme verträgt. Die Wahrheit ist nicht national definierbar, auch wenn eigenartigerweise Versuche zunehmen, in nationalen Gesetzgebungen Dinge zu definieren, die als Wahrheit zu glauben und zu vertreten sind, auch an der Universität. Und Professorenvertreter haben sich zu Recht gegen das gewehrt. Auf der anderen Seite steht die Frage nach Autonomie und Freiheit der Wissenschaft. Und diese Frage braucht die Frage, wofür? Was ist das Ziel derselben?
Es genügt nicht, darüber zu jammern, dass Geldgeber auch bei Entscheidungen mitreden dürfen. Es ist zu fragen, was die Wurzel, der Grund dieser Autonomie und der Freiheit ist. Und noch einmal dürfen wir sagen, es ist im Letzten die Demut vor der Wahrheit, die eben nur in Freiheit gefunden werden kann. Und mit einem gewissen Stolz dürfen wir als Theologen sagen, dass es vor 70 Jahren, als die Rassentheorien als naturwissenschaftlich erwiesen gegolten haben, es einige wenige Theologen waren, die an den Universitäten dieselben noch kritisiert haben. England und Amerika hatten ebenfalls Rassentheorien, nur eben aus anderer Perspektive. Und auch in der Kirche wird immer wieder der Kampf gegen die Sinnlosigkeit, die Gedankenlosigkeit und Hoffnungslosigkeit zu führen sein. Man verzeihe mir dieses martialische Gerede. Es ist nicht ein Kampf der Waffen, sondern ein Ringen um Gedanken. Und deswegen gilt es für uns, Grundbegriffe wie etwa das Munus Docendi neu zu definieren. Und tatsächlich sind wir gerade dabei, dies im Dialog mit Theologen und Kirchenrechtlern vorzubereiten für eine geplante Gesetzesnovelle. Mein Verdacht ist, dass wir das Munus Docendi zu sehr als Räuber- und Gendarmspiel verstehen, in dem sich der Bischof als Aufpasser und der Theologe manchmal als Provokateur und Subversiver versteht. Aber das muss nicht so sein. Wir können darin eben auch unser gemeinsames Anliegen im Kampf gegen die Sinnlosigkeit, die Gedankenlosigkeit und die Hoffnungslosigkeit sehen. Ich möchte schließen, nicht mit dem Wort Roma locuta causa finita, sondern Roma locuta causa aperta, und hier einladen, sich an diesen Dialog zu beteiligen, uns mit uns auch in Kontakt zu treten, wo es etwa um Neufassungen von zentralen Begriffen wie des Munus Docendi oder eines Grundverständnisses kirchlicher Wissenschaft geht. Am Ende dieses Vortrags soll ein Zitat stehen, das sich ungewollt, aber wohl nicht auch ohne Sinn, an das anschließt, was die letzten Wortmeldungen in der vorhergehenden Diskussion gebracht haben. Es fasst auch noch einmal das Kongressthema zusammen, was es bedeutet, den Blick zum Himmel zu erheben und mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen. Es ist über Liturgie gesagt, aber trifft wohl auch die Theologie. Das Zitat, Sie werden es schnell erraten, ist wieder von Benedikt dem 16., der am Ende eines Vortrags über die Theologie der Kirchenmusik sagt, aber ich möchte das auf die Theologie beziehen. An den Schluss meiner Überlegungen möchte ich ein schönes Wort von Mahatma Gandhi stellen, das ich einmal in einem Kalender gefunden habe. Gandhi weist auf die drei Lebensräume des Kosmos hin und darauf, wie jeder dieser Lebensräume auch eine eigene Weise des Seins mitgibt. Im Meer leben die Fische und sie schweigen. Die Tiere auf der Erde schreien. Die Vögel aber, deren Lebensraum der Himmel ist, sie singen. Dem Meer ist das Schweigen, der Erde das Schreien und dem Himmel das Singen zu eigen. Der Mensch aber hat Anteil an allen dreien. Er trägt die Tiefe des Meeres, die Last der Erde und die Höhe des Himmels in sich, und deswegen gehören ihm auch alle drei Eigenschaften zu, das Schweigen, das Schreien und das Singen. Heute, so möchte ich, Benedikt XVI. Hinzufügen, sehen wir, wie dem transzendenzlosen Menschen nur das Geschrei übrig bleibt, weil er nur noch Erde sein will und auch den Himmel und die Tiefe des Meeres zu seiner Erde machen will. Die rechte Liturgie, die Liturgie der Gemeinschaft der Heiligen, ich meine auch die Theologie, gibt ihm seine Ganzheit zurück. Sie lehrt ihn wieder das Schweigen und das Singen, indem sie ihm die Tiefe des Meeres auftut und indem sie ihn fliegen lehrt, das Sein des Engels. Im Aufheben des Herzens bringt sie in ihm das verschüttete Lied wieder zum Klingen. Ja, wir können nun sogar umgekehrt sagen, rechte Liturgie und rechte Theologie erkennt man daran,
dass sie uns vom allgemeinen Agieren befreit und uns wieder die Tiefe und die Höhe zurückgibt, die Stille und den Gesang. Rechte Liturgie und Theologie erkennt man daran, dass sie kosmisch ist, nicht gruppengemäß. Sie singt mit den Engeln, sie schweigt mit der wartenden Tiefe des Alls und so erlöst sie die Erde. Dankeschön.